Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Es ist ein Horoskopanalyse, sehr ausführlich und ein Partnervergleich nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und das bedeutet die Bewegung unserer Sonne mit gesamtem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Es ist eine andere Berechnung, ist sehr präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten platzieren, es ist anderes wie im westlichen Horoskop. Arineada ist die mediale Name. Liebe Arineada, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du möchtest wissen, wie das weitergeht und besonders in die Liebe Partnerschaft. Und diese Aufnahme ist auch ein Partnervergleich. Aber erstmal möchte ich dein Horoskop erklären. Und das machen wir Schritt für Schritt, also in mehreren Aufnahmen. Sonst ist die Video zu lang und habe ich auch mit Hochladung, mit Bearbeitung auch Themen. Deswegen kommt es in mehreren Teilen. Und jetzt sind wir bei erster Teil und schauen wir dein Geburtshoroskop an. In diesem Bild siehst du in die Mitte ein Engel. Das ist kein Zufall, das ist dein persönlicher Schutzengel. Nach Kabbala, und das ist das System, die Engel, das ist eine Ordnung und beschreibt auch, dass jeden Tag ein anderer Engel herrscht über den Tag und Daniel war der herrschende Engel in dem Tag, wann du geboren bist. Das heißt, im körperlichen Ebenen ist Daniel dein Schutzengel. Kommt noch dazu eine im emotionalen Ebene und spirituellen Ebene, aber die wichtigste Schutzengel ist nach Kabbala Engel Daniel und hat die Zahl 50. Engel Daniel ist Engel die Barmherzigkeit und Liebe. Hilft uns, kritische Notlage einen Ausweg zu finden, stärkt unsere Sprachfertigkeit und Diplomatie, gibt uns Trost und hilft in ausweglosen Situationen. Daniel übermittelt Harmonie und Gerechtigkeit und hilft bei Heilung, vermittelt Schönheit, Harmonie und Gleichgewicht, hilft Klarheit zu bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So kann ich Engel Daniel beschreiben. Also Engel Daniel ist dein persönlicher Schutzengel. Was ist ein Geburtshoroskop? Ein Geburtshoroskop ist wie eine Momentaufnahme im Geburtsmoment, in diesem Augenblick. In diesem Augenblick, wann und wo man geboren ist, so stehen die Sterne über dir. Und das ist wie ein Foto, wie eine Momentaufnahme. Und diesem Bild bleibt stehen und diesem Bild ist einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Natürlich, die Planeten bewegen sich dann. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber dieses Foto bleibt. Und das ist ein Geburtshoroskop. Das ist ein Plan. Beschreibt unseren Schicksalsweg, diesen Weg, was die Seele ausgesucht hat.
was ist eine Seele? Wir Menschen haben eine Seele. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und dieser Teil ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Schöpfung zurück. Ich könnte sagen, kehrt zum Gott zurück. Das Ziel ist, glücklich zu sein, befreit zu sein. Alles, was belastet uns, davon zu befreien. Natürlich kommt noch dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Das muss die Seele auch ausgleichen. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Solange bis das nicht ausgeglichen ist und die Seele noch nicht befreit ist von Last, oft ist das die Angst, diese Fessel, macht die Seele eine Seelenreise und kehrt immer wieder zurück auf die Erde. Das ist dieser Platz, wo wir diese Erfahrungen machen. Die Seele sucht ein Schicksal aus. Ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und die Seele macht diese Reise, diesen Lebensweg, diesen Schicksalsweg. Und die Seele weiß das ganz genau, weil die Seele hat das selbst ausgesucht. Das wird auch geschrieben in ein Buch und dieses Buch heißt das Buch des Lebens, nennt man auch als Akasha-Chronik. Dort ist es auch geschrieben, aber das existiert dann im Himmel. Das heißt, die Seele macht diese Reise und die Seele weist diesen Weg und dazu haben wir einen Plan. Und das ist im Sternen geschrieben. Da gibt es auch ein Gesetz von den hermetischen Gesetzen, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen, so wie oben, so ist es auch unten. Und so steht das im Sternen geschrieben. Und das ist Astrologie. Das ist ein Geburtshoroskop. In einem Geburtshoroskop ist diesem Schicksalsweg beschrieben, was die Seele selbst ausgesucht hat. Dieser Weg ist das goldene Weg. Wir haben aber ein anderes Bewusstsein und wir sind frei. Im Göttlichen sind wir frei und treffen selbst die Entscheidungen. Die Entscheidungen, ob wir in diesem Weg gehen oder in einen anderen Weg gehen. Und in Praxis machen wir Umwege. Sind wir manchmal sogar in einer Sackgasse, wo wir dann das Gefühl haben, es geht nichts mehr voran. Die Seele lenkt uns immer wieder auf diesem richtigen Weg zu gehen und das flüstert uns, das ist unsere innere Stimme oder Intuition. Und es ist klug, auf diese Stimme zu hören, mal nach innen lauschen. Oder kommt es durch Traumbilder? Das ist auch die Sprache, die Seele. Oder kommen Einflüsse von außen. Auf diesem Schicksalsweg treffen wir mit anderen Menschen, wir treffen auch mit anderen Seelen. Es gibt manchmal sogar, dass in die Liebepartnerschaft begegnen sie sich zwei Seelen, die schon von früheren Leben sich kennen. Das ist eine Seelenpartnerschaft oder karmische Verbindung. Sowas erlebt man auch. Und diesem Partner spiegelt etwas, oft handelt unbewusst, aber seine Seele weiß ganz genau, was der andere braucht zum Lernen. Und oft kann man gar nicht erklären, warum sind die Handlungen so oder so, sondern
es gibt auch diese Art von Verbindung, dass der Partner oder Partnerin spiegelt etwas, weil weiß ganz genau, intuitiv weiß das, der andere muss das noch lernen, wie zum Beispiel geduldig zu sein oder von Verlustangst sich zu befreien. Und solange provoziert unbewusst der andere, bis diese Schule, bis diese Lernaufgabe bewältigt ist. Also das gibt auch bei solchen seelischen Verbindungen. Und ein Geburtshoroskop beschreibt ganz genau diesen Plan, und dieser Plan ist übereinstimmend auf unseren eigenen Intuitionen. Und genau das schauen wir an. Es gibt 12 Häuser in Astrologie. Ich mag diesen Begriff Häuser nicht, weil das wäre 12 verschiedene Persönlichkeiten. Für mich ist das wie ein Haus, ja, und in verschiedenen Räumlichkeiten. Weil das ist doch eins, das spricht unserem Selbst, auch unserem seelischen Zustand, also unserem körperlichen, unserem seelischen und unserem Selbst, auch unserem Persönlichen. Das ist eins, ein Ganzes. Und natürlich haben wir verschiedene Themen in unserem Leben, also verschiedene Lebensbereiche. Und das drückt aus diese 12 Bilder. Und das bleibt in einem Horoskop als Basis. Die erste Lebensbereich heißt die Persönlichkeit. Auch das Aussehen. Auch wie bringen etwas nach außen, wie vermitteln etwas und wie sind wir wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich heißt Finanzen. Aber nicht nur die Finanzen liegt in diesem Lebensbereich, sondern auch die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl. All das gehört auch zu diesem Lebensbereich und energetisch hängt das auch zusammen. Wenn jemand sagt, oh, ich bin das gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, damit blockiert die Finanzen. Die Energie des Geldes ist blockiert, weil das ist die Einstellung. Also es ist gut, wenn wir umdenken und sagen, doch, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich nehme das im Besitz. Also die Selbstwertgefühl muss auch stimmen, wenn das um Finanzen geht. Der dritte Lebensbereich zeigt die Schulungen. Auch die Jugend, die Ausbildung zeigt auch Medien, Nachrichten, Kommunikationen, Verbindungen mit unseren Verwandten, Nachbarn. Hier ist die Welt unserem vertrauten Umgebung und hier die Bewegungen. Kleinere Reise, kleine Veränderungen, Kontakte, Verbindungen. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche das mit einem Baum. Und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert. Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft und auch unserem Zuhause. Hier sind wir verankert. Natürlich sind es Themen wie Häuser und Immobilien. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, unsere eigenen Kinder, Enkelkinder, aber auch unsere eigenen Kindheit und unserem inneren Kind. Bedeutet auch etwas spielerisch betrachten oder das Leben gestalten, wie ein Kind, so mit Leichtigkeit. Hier ist die Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich sind unsere Verpflichtungen, unsere Arbeit und auch die Gesundheit, die körperliche Gesundheitszustand. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. So hängt es zusammen. Dann haben wir hier einen Spiegel.
Das heißt, das ist der Geburtsmoment, die ersten Atemzug. Und dem Moment, wo wir geboren sind, schauen wir auf diesem Spiegel und hier spiegelt sich unserem Seelenpartner. Und ein Neugeborener schaut auch in diesem Spiegel und erkennt der anderen Seelen, Seelenpartner oder Seelenpartnerin bei männlichen Horoskopen. Und ich bin sicher, dass die kleinen Kinder haben noch sogar diese Erinnerungen. Und deswegen lieben sie auch Märchen, weil das ist auch eine Verbindung zu unserem Seelischen. Das ist ein Balsam für die Seele. Und dann später geht das alles in Unbewussten. Aber die Seele vergisst es nicht, weil die Seele kennt diese Bilder. Also hier liegt in diesem Lebensbereich die Liebe-Partnerschaft. Der achte Lebensbereich ist der Bereich der Geheimnisse und Transformation. Unseren Gefühlen transformieren, wie Ängste, Schuldgefühl, Zweifel, all diesen Gefühlen loslassen, weil das ist Gift in unserem Leben, das blockiert nur. Und diesem Lebensbereich liegt genau gegenüber von dem zweiten Lebensbereich, also spiegelt etwas, auch die Finanzen wie Erbschaften oder das Geld von Partner, aber bedeutet auch Investitionen, die Verbindung zum Banken oder Finanzamt. All diese Themen gehören auch in diesem achten Lebensbereich. Und weil hier herrscht Pluto und Pluto ist astromedizinisch zugeordnet zum Sexualorganen, heißt auch diesen Bereich auch die Sexualität. Zusammengefasst können wir sagen Tabuthemen, Tod, Erbschaft, Sexualität und Geld. Der neunte Lebensbereich ist eine große Reise, die Verbindung zum Ausland, Urlaub, aber bedeutet auch geschäftliche Kontakte im Ausland. Oder wenn jemand auswandert, natürlich hat auch hier dann einen Einfluss auf das Leben. Eine große Reise, Ausland, Auslandskontakten, Fremdsprachen, auch eine hohe Bildung und bedeutet auch eine innere Reise, was dieses Bild auch zeigt. Und das ist die Suche nach Gott oder die Suche nach Sinn des Lebens. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Und hier liegt auch unsere Berufung, aber auch, wie erreichen wir unsere Ziele. Die elfte Lebensbereich sind die Hoffnungen, die Wünsche, die Hoffnungen, Freundschaften auch und soziale Kontakte. Eine Gruppe von Menschen, wo wir das Gefühl haben, wir gehören dazu, wie zum Beispiel ein Verein. Die zwölfte Lebensbereich sind die Geheimnisse, karmischen Themen, in die Tiefe zu schauen. Das ist wie ein Ozean, wo wir in die Tiefe etwas Geheimnisvolles suchen oder finden. Aber bedeutet auch die ganzen Geheimnisse, all das, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde. Und hier ist die psychische Ursache, die Erkrankungen. Dieses Bild liegt genau gegenüber von Gesundheit. Und die sind die Ursache, die Erkrankungen. Und so ist die Unterteilung. In diesem Moment, wo du dein ersten Atemzug geholt hast, dein Geburtsmoment, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen und öffnet diesen Tor des ersten Lebensbereichs. Aber Schütze war schon am Aufstieg in diesem Osthorizont, war schon im 27 Grad. Also das heißt, dein Aszendent ist 27 Grad Schütze. Und das bedeutet, Schütze wirkt nicht nur hier, sondern auch in diesem zwölften Lebensbereich.
Und das kannst du so vorstellen, die Schütze steigt in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Du bist noch gar nicht geboren. Und kurz vor die Sonne weiter nach oben geht, zieht das alles nach oben wie ein Sonnenaufgang. Natürlich in die Mitte, die Mittagssonne, zieht sich die ganze Tierkreiszeichen nach oben. Das nächste folgt dann und hat einen Einfluss schon in deine Persönlichkeit. Und das ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet, dass die Tierkreiszeichen Steinbock hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und hat noch einen Einfluss auf die Finanzen, weil mit Tierkreiszeichen Steinbock öffnet sich den Tor zu Finanzen. Der erste Lebensbereich öffnet sich diesen Tor mit Schütze. Jeder Lebensbereich hat einen geheimen Tor. Hier öffnet sich mit Schütze, der zweite Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock, aber Steinbock hat einen Einfluss auf den ersten Lebensbereich. Und das bedeutet, deine Persönlichkeit und dein Aussehen wirkt natürlich Schütze, weil das dominiert. Die Schütze dominiert. Aber es hat eine Färbung von Steinbock. Die Schütze bedeutet Beweglichkeit. Bedeutet auch Sport, dass du sportlich ausschaust, dass du beweglich bist. Die Schütze hat einen Bezug auch zum Ausland, dass du liebst Reisen, Auslandskontakte, Verbindungen. Immer diese ständige Bewegung. Die Schütze ist Feuerelement und die Feuerelement zeigt die Begeisterung. Wenn dich etwas begeistert, dann setzt du das auch in Bewegung. Die Schütze ist eine ganz große Abenteuerreise und hat mehrere Ziele. Wenn ein Schütze verliert die Orientierung, weil das zu viele Ideen hat oder viele Dinge begeistert, dann kommt aus dem Gleichgewicht. Für die Schützengeborenen ist es wichtig, Orientierung, und das zeigt auch dieser Pfeil der Schütze. Ein Ziel. Und dabei hilft die Tierkreiszeichen Steinbock, weil das ist die Stärke, die Steinbock geboren. Ziele zu setzen, das nicht aus die Auge verlieren und geduldig zu sein. Und die Steinbock hat auch diese Ausdauer, die Ziele auch zum Erreichen. Und hier hast du eine Mischung und gehört zu deiner Persönlichkeit. Die Schütze zeigt in die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und hier in diesem Bereich, in diesem Zentrum, liegt ein wichtiges Energiefeld und das ist unserem Wünsche, unserem Sehnsüchte. Und wenn das die Orientierung ist und hast du ein Ziel und hilft die Steinbock, diese Ziele zu erreichen, ist natürlich das die Stärke. Dann hast du diese Stärke in dir. Der erste Lebensbereich bedeutet auch, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Die Schütze ist sehr optimistisch und mit Schützen geboren kann man umgehen. Das ist Bewegung, Leichtigkeit, das Spielerische. Steinbock ist ernsthaft. Und das ist diese Mischung, wie die Menschen dich auch sehen. Diese optimistische Haltung, diese ständige Bewegung, immer neue Ideen und setzt du auch vieles in Bewegung. Und dann kommt manchmal so Momente, wo sie sagen, die ist jetzt streng. Streng zu dir selbst gegenüber oder streng anderen gegenüber. Und kann auch eine gewisse Zurückhaltung bedeuten. Feuerelement ist aktiv und Steinbock gehört zum Erdeelement. Erdeelement ist eher passiv, erstmal beobachtet und geduldig, überprüft etwas
Und das prägt deine Persönlichkeit, weil du hast von beiden Tierkreiszeichen etwas. In dir gehört beide zu deiner Persönlichkeit, aber dominiert die erste, der diesem Lebensbereich öffnet, und das ist die Tierkreiszeichen Schütze. Ein Geburtshoroskop bleibt stehen, weil das ist ein Momentaufnahme. Ein Momentaufnahme. Und das bleibt so. Und in dieser Landkarte können wir schauen, wo stehen wir gerade, wo bewegt sich etwas. Und das nennt man als Lebensuhr. Und das sind unsere Schritte, unsere Lebensschritte. Und wir bleiben hier nicht stehen, sondern machen wir diese Bewegung. Und das sind diese Lebensschritte oder Perioden. Das sind 7 Jahren Perioden. Und auf diesem Boden bewegen wir uns 7 Jahre lang. Und das hat auch einen Einfluss auf unserem Leben. Wir lernen von diesen Tierkreiszeichen etwas, weil das Leben spiegelt. Und so kennenlernen wir in unserem Lebensweg alle 12 Tierkreiszeichen. Und in dieser Zeit begegnen wir uns mit Menschen, die das auch zeigen, oder solche Einflüsse von außen. Mit deinem jetzigen Lebensalter befindest du dich gerade im Tierkreiszeichen Jungfrau. Du bewegst dich gerade in diesem Boden Jungfrau, und das heißt, du lernst vieles von Jungfrau, und das ist wichtig in dieser Lebensphase, darauf achten, was vermittelt dir die Tierkreiszeichen Jungfrau, und das heißt, etwas kritisch betrachten, klare Entscheidungen treffen, kluge Entscheidungen treffen, trennen Spreu von Weizen und etwas in Ordnung bringen. Jungfrau vermittelt Ordnung. Jungfrau ist auch Erdeelement, also das heißt, für dich ist jetzt momentan sehr wichtig Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter deinen Füßen. Diese Phase dauert noch 2019 und ab 2020 wechselst diese Lebensphase. Und 2020 übergehst dann in Tierkreiszeichen Waage. Und dann bis 7 Jahre lang in diesem Energiefeld, was auch dann deine Umgebung betrifft oder die Einflüsse von außen, die Waage. Das ist Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Liebe, Partnerschaft, Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit und Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement, und dieses Luftelement schenkt dir dann die Leichtigkeit. Diese Phase startest du dann ab 2020. Zurück zum Aszendent oder Lagna. Hier öffnet sich mit Schütze, aber wirkt auch die Tierkreiszeichen Steinbock. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes. Dazu die Geschichte, die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, schön, unschuldig. Und der Mond möchte mit ihr heiraten und macht einen Heiratsantrag. Und ihr Vater sagt zu ihm: "Na gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister auch heiraten." Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister. Und das sind die 27 Frauen des Mondes. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen, und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einflüsse kommen von Fixsternen.
Und das symbolisiert, diese Märchen oder mythologische Geschichte symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und in indischen Astrologie ist es auch wichtig, diese Mondhäuser auch erklären. Das ist eine Art Mondkalender und die Einflüsse von Fixsternen. Dein Aszendent, und das ist dein Geburtsmoment, wirkt ein Mondhaus, und dieses Mondhaus heißt Uttarashada und vermittelt dir etwas. Für deine Persönlichkeit vermittelt etwas. Und das heißt, eine Verbindung zu unserem höheren Selbst. Und dein höheren Selbst findest du dann, wenn du erkennst, dass deine Seele in Verbindung ist mit Gott. Dass unsere Seele ein Teil von der göttlichen Schöpfung ist und unsterblich ist, das ist ein anderes Bewusstsein. Und diesem anderen Bewusstsein heißt unserem höheren Selbst. Und nicht nur dieser höheren Selbst wichtig, sondern hohe Wünsche und Ideale, hochgeschätzte Ziele. Der Lebensweg ist manchmal geprägt mit Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt siegt immer das Gute. Der zweite Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock. Und hier handelt es sich um deinen Werten, deine Wertschätzung, dein Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Die Steinbock ist dafür bekannt, dass all ihre Ziele erreichen kann, weil hat die Kraft, die Ausdauer und die Geduld, diese Ziele auch zu erreichen. Manchmal ist dieser Weg steinig, aber ein Steinbock gibt das nicht auf. Er reicht die Spitze des Berges. Und diese Kraft hast du, deine Finanzen, deinen finanziellen Wohlstand, deine Wünsche zu erreichen. Weil öffnet sich mit Steinbock. Im zweiten Lebenshälfte ist sogar angenehmer als in jungen Jahren. Die dritte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Die dritte Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann, aber die Wassermann hat noch Einfluss auf deine Finanzen. Und dieser Tierkreiszeichen Wassermann bedeutet, wenn wir die Reihenfolge betrachten, die Steinbock geborenen, die Schützen geborenen. Die Schützen geborenen haben viele, viele Ziele. Ein Schütze geborenen kann man begeistern. Das ist die Begeisterung, das ist die Feuerelement und hat viele Ziele, viele Ideale. Also mehrere Richtungen bewegt sich ein Schütze. Dann kommt die Steinbock, und die Steinbock versucht das Manifestieren. Das ist schon Erdeelement. Und der Steinbock sagt, er, da muss konzentriert bleiben, sonst verliert man die Orientierung. Schon eine kluge Entscheidung. Und die Steinbock-Geborenen konzentriert sich auf eins. Und dieses Ziel ist immer oben. Und hat die Kraft, diese hohen Ziele zu erreichen. Also klettert hoch bis zum Spitze des Berges, egal wie steinig dieser Weg ist. Dann kommt Wassermann, und die Wassermann denkt, ich bin schon oben angekommen. Das ist die Privileg, die Wassermann-Geborenen. Das ist ihren Geburtsrecht, oben zu sein, und das heißt, die Wassermann-Geborenen betrachten alles von oben. Sie sind schon in die Spitze des Berges. Die brauchen nicht hochklettern, die sind schon oben. Und haben von oben einen Adlerblick. Und in diesem Sternbild Adler steht in einer engen Verbindung zum Wassermann.
Also das heißt, die Wassermanngeborenen haben diese Adlerblick und die sehen weiter. Und das ist Luftelement und das schenkt auch die Leichtigkeit. Und die Wassermanngeborenen haben ein anderes Selbstbild. Die fühlen sie sich einzigartig, außergewöhnlich. Aus diesem Grund habe ich das erzählt, weil diese Eigenschaften unterstützen dein Finanzen. Dominiert die Steinbock, weil Steinbock öffnet diese Tür, aber hast vom Wassermann auch einen Einfluss. Und die dritte Lebensbereich, die Kontakte zu deinen Verwandten, Nachbarn, in deiner Umgebung und auch im Internet, Internetverbindungen. All das, diese Tor öffnet sich mit Wassermann, mit dieser Einstellung. Ich bin schon oben. Ich schaue weit, weil ich habe diesen Adlerblick. Und hast du diese Leichtigkeit, kannst diese Tor öffnen. Die nächste Lebensbereich ist die Wohnsituation oder Immobilien. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen, aber die Fischen wirkt hier auch noch bei den Verbindungen. Dominiert Wassermann, aber Fische hat noch eine Färbung, einen Einfluss. Hier in Wohnsituation dominiert die Tierkreiszeichen Fischen, weil mit dieser Energie öffnest die Lebensbereich. Das ist dein eigenes Zuhause. Und das ist die Basis, das ist die Fundament. Das gibt dir dieses Gefühl, ein sicheres Boden unter den Füßen. Nun, die Fische ist Wasserelement. Also hier fühlen wir nicht unbedingt jetzt als bodenständig. Hier geht es um einen anderen Bereich. Und das sind die Träume, die Gefühle. Und hier ist die Reichtum verborgen. In Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum verborgen. Und das kannst du so vorstellen. Die Tierkreiszeichen Fischen befindet sich zwei Fischen. Auch astronomisch. Die südlichen Fisch und das nördlichen Fisch. Die beiden sind aber miteinander verbunden. Die schwimmen im Wasser. Fischen ist auch Wasserelement. Und Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Die eine Richtung ist die Angst, Zweifel, Hilflosigkeit. Und das zieht die Energie nach unten und macht alles unbeweglich. Das heißt, es blockiert. Wenn du Angst hast, dann blockiert die ganze Verbindungen hier, die sozialen Kontakte hier im Internet und auch deine Wohnsituation, die Immobilien, alles ist blockiert und du hast das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen. Die andere Richtung liegt die Reichtum. Und das ist eine Vision zu haben, was möchte ich erreichen. Ein Traum, ein Bild, eine Vorstellung. Und das Vertrauen. Das Vertrauen und daran glauben. In dem Moment setzt du das in Bewegung. Wichtig ist aber auch das Loslassen, einfach geschehen lassen. Und mit dieser Fischenenergie kannst du etwas verbessern in Verbindungen im Internet, die Verbindungen zu Bekannten, Verwandten und in deiner Wohnsituation. Natürlich ist die Fischen ist kreativ und künstlerisch begabt, ganz klar. Und diese Schönheitssinn, diese Kreativität ist spürbar in deiner Wohnsituation. Das heißt, dein Haus ist wunderschön, weil du hast diesen guten Geschmack. Und das ist ein Traum und hast diese künstlerische Begabung. Und das ist dein Fundament, das zum Leben. Die fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Widder, aber hat noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder gibt dir die Kraft. Die Widder ist mutig und die Widder
ist begeistert von Neuanfang, besonders wenn etwas Neues gibt. Die Widder ist sofort dabei als erstes. Ohne Angst, weil das ist eine Abenteuerreise. Dann blüht ein Widder richtig auf. Und diese Widderenergie hilft dir, vieles hier in Bewegung setzen. Deine Kreativität zum Leben, deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude und natürlich in deiner Wohnsituation, wo diese Kraft auch hast, wenn du zurückziehst, deine eigenen vier Wände, da findest du die Kraft. Weil über die Tierkreiszeichen Widder herrscht Mars und Mars ist die Kraft. Die sechsten Lebensbereich, die Arbeit, öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier und hat noch einen Einfluss auf den fünften Bereich auch. Natürlich ist wieder die Kreativität. Die Stier zeigt Besitz, hat mit Finanzen auch etwas zu tun. Und das zeigt, dass du gutes Geld machst mit Arbeit. Und das mit der Ruhe. Also du brauchst bei deiner Arbeit immer die Ruhe. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und das ist die Schönheit, Sinn und Kreativität. Und das kannst du in Arbeit umsetzen. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und das bedeutet die Jugend. Die Zwillingsenergie zeigt jugendliche Ausstrahlung. Entweder ist der Partner, sieht jünger aus als er, oder ist der Partner jünger als du. Die Zwillinge bedeutet auch Intelligenz. Also du brauchst einen Partner und du möchtest mit diesem Partner auch unterhalten können, also muss intelligent sein. Und die Zwillinge bedeutet auch das Spielerische, das genießt du, die Überraschungen, immer was Neues, Bewegung, das Spielerische. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs, aber hat noch einen Einfluss auf den siebten Lebensbereich. Und das ist das Familiäre, das Gefühlsvolle. Und hier bei Transformation ist die Krebs für dich wichtig, weil die Krebs zeigt, ein Zuhause zu haben, ein warmes Nest. Und die Krebs zieht sich auch gerne zurück, weil findet diese Ruhe. Und hier, wenn es um Gefühle geht, um Transformation geht, das heißt wie einen inneren Tempel. Du brauchst immer wieder diesen Rückzug, deine Kraft und deine Intuition zum Spüren. Und dann kannst du deinen Gefühlen transformieren und kommst zur Ruhe. Der neunte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe, aber hat nur einen Einfluss auf den achten Lebensbereich, das ist die Selbstfindung. Die zehnte Lebensbereich, wo um die Berufung geht, öffnet sich den Tor mit Jungfrau, aber hat noch einen Einfluss auf dem Reisen zum Beispiel. Und Jungfrau ist die, alles, was in Ordnung bringt. Das heißt, deinen beruflichen Weg brauchst du die Klarheit, klare Entscheidungen, dass es alles ordnungsgemäß verläuft und bist kritisch auch anderen gegenüber, aber auch dir selbst gegenüber bist auch kritisch, weil das muss perfekt sein. Du achtest auf die Perfektion bei der Arbeit. Die elften Lebensbereich öffnet sich die Tor mit Waage, das ist angenehm, schön. Waage vermittelt Schönheit und Kreativität und hat noch einen Einfluss auf deine Berufung. Wieder die Kunst, Kreativität, guter Geschmack. Die zwölfte Lebensbereich, wo die, um die Geheimnisse liegt, öffnet sich den Tor mit Skorpion, aber hat einen Einfluss auf Freundschaften auch. Und jetzt schauen wir an, wo befinden sich Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich
In Tierkreis zeichnen Schütze. Hier im ersten Lebensbereich. Das ist dein Selbstdarstellung. Das ist dein Selbstdarstellung und auch dieses Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Also das ist mehr Schütze-Energie, aber hier im ersten Lebensbereich wirkt es. Sonne im Schütze, also dich, du bist sehr Schütze geprägt. Das ist diese Abenteuerreise, immer in Bewegung sein, alles was dich begeistert. Wenn du da die Orientierung verlierst, dann kippt die Gleichgewicht, dann bist du unruhig, dann fehlt die innere Ruhe, dieses innere Gleichgewicht. Für dich ist wichtig das, was die Schütze zeigt, und das ist die Pfeil der Schütze, und das zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße, und das bedeutet natürlich konzentriert sein, Ziele setzen, all das, was deine Wünsche sind, was dich begeistert auch. Die Mondhaus, wo deine Sonne befindet, dieser Mondhaus heißt Mula, und Mula bedeutet übersetzt Wurzel, Fundament. Und das ist dein Grundbedürfnis, diese Stabilität, diese Basis, ein Fundament zu haben. Und bedeutet dieser Mondhaus auch, dass du Dingen auf den Grund gehen möchtest. Und mit so Halbsachen bist du nicht zufrieden, sondern das muss wirklich Hand und Fuß haben. Du brauchst dieses Fundament. Dieser Mondhaus, Mula, gibt dir die inneren Kraft und Sieg. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier im Tierkreiszeichen Zwillinge und hat einen Einfluss auf deine Arbeit, aber hat auch einen Einfluss auf die Partnerschaft. Wirkt in beiden Lebensbereichen. Das heißt, Sonne und Mond liegen gegenüber. Und diese gegenüberliegende Position heißt, du bist im Vollmond geboren, in einem Vollmondtag. In indischer Astrologie heißt es, die Kinder, wo im Vollmond geboren sind, haben Glück im Leben, weil dieser Vollmond beleuchtet den Lebensweg und schenkt Klarheit, schenkt Orientierung. Dieser Zwillingsmond gibt dir die Leichtigkeit, das ist Luftelement. Dann auch diese Beweglichkeit und jungen Aussehen. Aber die Zwillingsmond vermittelt noch etwas, und das ist die Geschichte von Castor und Pollux. Und diese Geschichte zeigt auch diesem höheren Bewusstsein. Es gab eine Königin, Leda. Sie war die Königin von Sparta. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch vom König auch schwanger. Und so wurden die Zwillinge geboren. Castor war der Sohn von König und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus. Und es wurde immer so beschrieben, dass die göttliche Abstammung unsterblich ist und das menschliche Abstammung sterblich ist. Das ist genau das, was ich Anfang erklärt habe. Unsere Seele ist unsterblich, weil das hat eine göttliche Abstammung. Und unser Schicksal und unser Körper, das ist sterblich. Das werden wir auch hinter uns lassen. Und genau das symbolisiert diese Geschichte.
Das heißt, Castor war der Sohn von König und Pollux der Sohn von Zeus. Und da musste Castor dann sterben und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen, wir sind immer verbunden miteinander. Und das hat Zeus berührt und sagte, ja, dann setze ich euch beide im Himmel. Und so wurde Castor und Pollux beide unsterblich gemacht und sie leuchten im Himmel. Das sind die zwei Hauptsterne in Tierkreis, seine Zwillinge. Und diese Geschichte zeigt den Weg, diese Verbundenheit mit Gott, mit diesem Göttlichen. Und das ist es unserem höheren Bewusstsein. Dieser Mondhaus, wo dein Mond befindet, heißt Artra und übersetzt heißt feucht, lebendig, flüssig, frisch, grün. Das ist Leidenschaft, das ist Bewegung. Und das ist diese jugendliche Frische und jugendliche Aussehen, was dieser Mondhaus dann vermittelt. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Einfluss auf den dritten Lebensbereich, aber auch in den vierten Lebensbereich. In erster Linie, weil hier befindet sich im Grenzbereich, aber im dritten Lebensbereich, diese Mars-Energie setzt vieles in Bewegung. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft können wir einiges in Bewegung setzen. Bedeutet aber auch durchsetzen. Wo musst du dich behaupten? Wo musst du dich durchsetzen? Das ist in der Schule oder in Verwandtschaft oder bei Nachbarschaft oder im Internet. Also in diesem Lebensbereich zeigst du Kraft, weil da möchtest du dich behaupten. Mars bedeutet auch der Mann, also zeigt auch, wie stellst du vor, die ideale Mann, also gibt auch einen Hinweis auf die liebe Partnerschaft. Und die Fischenenergie hier bei Mars, natürlich soll dieser Mann die Zwillingeigenschaften haben, aber auch die Fischeneigenschaften auch haben und das ist die Feinfühligkeit, etwas verträumt, feinfühlig, künstlerisch begabt, aber auch intelligent. Dieser Mondhaus, wo dein Mars befindet, heißt Uttarabhadra und bedeutet geben und nehmen, muss im Gleichgewicht sein und bedeutet auch Reinigung. Reinigung im Gedanken, Gefühlen, eine Art Transformation. Und da setzt du deine Mars-Energie ein, diese Transformation, positiv denken, angstfrei leben, ohne Eifersucht. Und das ist die Mondhaus, was hier wirkt. Aber auch das Geben und Nehmen im Gleichgewicht sein, das muss nicht mit einer männlichen Person was zu tun haben, sondern hier handelt es sich auch um deinen Verwandten. Das muss im Gleichgewicht sein. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und Gegensatz zur Sonne, hier wirkt im 12. Lebensbereich. Sonne wirkt im 1. Lebensbereich, Merkur wirkt im 12. Lebensbereich. Und das sind die Geheimnisse. Merkur ist der Planet der Handlungen, aber auch die Sprache, Kommunikation und auch Wissen. Und hier handelt es sich um Geheimnisse, das heißt, du hast in dir dieses altes Wissen, diese Weisheit. Bedeutet aber Merkur all das, was in den geschlossenen Türen passiert. Dass du wie ein Detektiv hast du dieses Feingefühl zum Wissen, was läuft da im Hintergrund. Welche Gespräche, Handlungen,
Verabredungen oder Terminen, Verträgen werden da geschlossen, was nicht in die Öffentlichkeit kommt. Bedeutet diese Merkurstellung auch, dass die Menschen haben immer dieses Bedürfnis, ihren Geheimnisse an dir erzählen. Was noch wichtig ist bei diesem Merkur-Energie. Jetzt schau mal, die Sonne ist hier im Schütze. Dieser erste Lebensbereich bedeutet, das war dein Geburtsmoment. Und kurz davor, etwa halbe Stunde davor, oder nicht einmal halbe Stunde, vielleicht Viertelstunde vorher, ist Merkur in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, Merkur stieg auf, hat die Tageslicht erblickt, steht ganz nah zu dir, ihr seid miteinander eng verbunden und du bist aber noch im Mutterleib, weil du bist in dem Moment noch gar nicht geboren. Und da hast du die Verbindung im Mutterleib mit dieser Merkur-Energie und da liegen die Geheimnisse. Deswegen hast du diese Begabung. Und natürlich, Merkur flüstert schon in dieser Tiefe Geheimnisse, auch dass du dieses tiefes Wissen hast und natürlich auch karmischen Themen, diese karmischen Erinnerungen auch. Es ist sehr, sehr geheimnisvoll und wunderbar. Aber diese Merkur-Energie fühlt sich immer so im Leben an, wenn das unsichtbar wäre. Immer noch im Mutterleib. Und das passiert immer wieder in dein Leben. Du sagst etwas und keiner hört zu. Du wirst in dem Moment übersehen. Und dann hast du das Gefühl, du bist im Schattenseite gestellt. Und hier ist der Schlüssel zu einer Aufgabe. Das ist wie dann wie eine Neugeburt. Lass Merkur geboren. Raus aus dem Mutterleib, lass das geboren. Wie kannst du das erreichen? Wenn du das sagst, was du denkst, direkt. Und nicht weglaufen, nicht zurückziehen, nicht verstecken, sondern bring das ins Licht. Und in dem Moment ist Merkur handlungsfähig. Natürlich hat das einen Einfluss auf die Zeit, wo du noch in die Schule warst. Dein Wissen war verborgen in die Schule. Die dritte Lebensbereich zeigt auch die Schule. War das übersehen? Oder kann auch bedeuten, du hast es gar nicht getraut. Die Lehrerin hat etwas gefragt, du hast die Antwort gewusst und du hast es nicht getraut zum Sagen. Also wurde gar nicht geboren, es wurde übersehen. Und Mars zeigt auch, dass du hier damals im Kindheit musstest dich immer behaupten. Und du hast gewusst, du weißt es, aber das wurde übersehen. Und jetzt raus aus dieser Position und zeigen, was du kannst und was du vermitteln möchtest, was du sagen möchtest. Also ins Licht zu bringen. Merkur ist im Schütze und das bedeutet auch etwas. Bewegung mit Kontakten, Gesprächen, Verhandlungen, Reisen, Ausland und weil Merkur steht auch zum Sprache, die Begabung nach Fremdsprachen, Fremdsprachen zum Lernen. Merkur befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purvashada und hier ist die Zentrum unserer Wünsche. Schütze zeigt auch diese Richtung und unerfüllte Wünsche führt dazu, dass man schwach fühlt und es kann sogar Ursache sein von Erkrankungen. Unerfüllte Wünsche kann die Ursache sein von Erkrankungen und die 12. Lebensbereich ist die seelischer Zustand und spiegelt im Krankheiten etwas und hier liegen auch die Ursache, die Erkrankungen und es hängt zusammen.
Jupiter ist in Tierkreiszeichen Jungfrau, hier ganz oben, also bringt dir Glück im Leben. Und hast du einen persönlichen Bezug zum Jupiter, weil Schütze, du hast Schütze Aszendent, bist du im Schützen geboren und Jupiter herrscht über die Schütze. Also das ist ein persönlicher Bezug zum Jupiter, steht ganz oben und zeigt dir etwas. Du erreichst deine Ziele, du machst da Karriere und du hast da auch Glück. Aber sei mit deinen Größen bewusst. Jupiter ist auch die Weisheit und auch die Gerechtigkeit, bringt Glück. Aber dazu brauchen wir ein Bewusstsein, mit unseren Größen bewusst zu sein. Jupiter ist immerhin die größte Planet in unserem Sonnensystem und bringt das größte Glück. Und hier im Jungfrau hilft natürlich bescheiden, klug zum Handeln und alles, was du so vorhast, in Realität umsetzen. Das ist Erdeelement, also du kannst deine Ziele wirklich erreichen, das manifestieren und bedeutet auch diese Reinheit. Jupiter befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna und bedeutet Ernte. Ernte, die schöpferische Kraft, die weise Entscheidungen, die Reife, die Erfüllung und du hast die Begabung, gut etwas organisieren. Dieses Talent heißt dieses organisatorische Talent. Venus ist die Liebesplanet und das ist die weibliche Energie. Du als Frau. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das im 11. Lebensbereich, also wirkt im 11. Lebensbereich und das heißt die Wünsche, die Sehnsüchte zum Leben oder Begegnung in Freundeskreis oder Begegnung in soziale Kontakte, in Gesellschaft mit deiner großen Liebe. Diese Skorpion-Energie zeigt magische Anziehungskraft. Etwas mystisch, geheimnisvoll und auch erotisch. Venus steht in enger Verbindung zum Rahu. Das nennt man Konjunktion. Die wirken gemeinsam. Dieser Rahu ist ein karmischer Knoten. Es ist jetzt nicht die alte Karma, sondern der Weg, was dein Seele ausgesucht hat, da etwas zum Lernen und das ist deine weibliche Energie und die Skorpion zum Leben, das im Ausdruck zu bringen. Dieses Mondhaus, wo auch dein Venus und auch deine Rahu, diese karmischen Knoten befindet, dieses Mondhaus heißt Anuradha und übersetzt bedeutet verborgenen, geheimnisvoll, bedeutet auch loben, verehren. Also du lernst das in die Liebe Partnerschaft, geheimnisvoll zu sein und verlangst, dass der Partner dich verehrt. Und hier in diesem Mondhaus liegt das Glück. Die Indischen wird es gesagt, auf Elefanten reiten. Bedeutet auch etwas Spirituelles, weil es wird von Akrab bestrahlt und diesem Stern Akrab befindet sich im Skorpion oberhalb von Augen und die Inder nennen das als dritte Auge und zeigt auch die Hellsichtigkeit, die hellsichtige Begabung. Und hierbei Skorpion handelt sich auch um Transformation und das innere Kraft zum Leben. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Planet und dieser Planet heißt Saturn. Ich habe erwähnt, dass unsere Seele
sucht ein Schicksal aus. Die Seele kennt diesen Weg. Und wir treffen aber selbst die Entscheidungen. Das heißt, wir haben die Freiheit, wie wir unsere Entscheidungen treffen im Leben. Und wie oft sind wir im Umwegen und treffen auch falsche Entscheidungen. Dann natürlich kommt Einflüsse von außen, von Gesellschaft oder Partner oder Familie, die korrigieren auch oder spiegeln uns etwas. Und wenn wir immer noch zu weit weg sind von diesem goldenen Weg, dann kommt ein Saturn-Einfluss. Und Saturn führt uns zurück zu diesem richtigen Weg zu gehen, auf diesem goldenen Weg, korrigiert etwas. Hat diese Verantwortung über unser Schicksal, hat die Verantwortung auch über unseren Karma und belehrt uns. Weil Saturn ist der große Lehrmeister. Und Saturn steht auch hier im Skorpion, hat einen Einfluss auf den karmischen Themen und auch auf dein Venus, auf dein Liebesleben. Und Saturn befindet sich im selben Mondhaus Anuradha. Das ist Loben, Verehren, auch die Willenskraft, die Transformation, die inneren Kraft, Erfolg, Reichtum, von Schicksale gesegnet. Das heißt, dieser Mondhaus und Saturn und auch dieser Mondknoten zeigt, du bist in die Liebe, Partnerschaft von Schicksal gesegnet. Die alte Karma, all das, was du in früheren Leben erlebt hast, diese alte karmischen Erfahrungen, ist zum Tierkreiszeichen Stier zugeordnet. Das ist die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, das Leben genießen, alles in Besitz nehmen, was wertvoll ist, aber die Neigung zum Eifersucht. Dieser Mondhaus, wo die Ketu befindet, was die alten Karma symbolisiert, dieser Mondhaus heißt Kritika. Das ist eine Feuergöttin und überreicht dem Feuer, und das ist die Leidenschaft, das ist die Begeisterung. Und hier wirken die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Regengeschwister, und sie befindet sich im Bereich, wo das goldene Tor, die Ekliptik ist. Und genau das beschreibt Frau Holle, diese Märchenfrau Holle. Bei diesem Tor entscheiden wir uns. Und hier hast du karmischen Themen. Die Einstellung zählt. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Und du das erlebst in die Liebe Partnerschaft. Weil das, was dir spiegelt, Venus und Saturn zeigt hier, sei Meister. Du kannst es meistern, weil du hast Glück in die Liebe Partnerschaft. Ändere deine Einstellung. Du bist nicht die Verlierer, sondern du bist die Gewinner. Und die Einstellung zählt. Entweder sind wir die Goldmarie und regnet Gold, oder sind wir die Pechmarie und regnet Pech. Und weil du hier alten karmischen Erfahrungen gemacht hast, das war die Einstellung. Also jetzt trau das zu, dass du Glück hast. Und hier in diesem Mondhaus Anuradha heißt das, von Schicksal gesegnet, Erfolg, Reichtum, Loben, Verehren, so wie die Inder sagen, auf Elefanten reiten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben. Dein Uranus ist rückläufig, diese Rückläufigkeit zeigt auch karmischen Themen. Uranus befindet sich im Krebs, aber wirkt im siebten Lebensbereich. Das bedeutet, hier karmischen Themen, so wie hier diese Verbindung ist, auch klar und deutlich zum Erkennen ist, dieser rückläufige Uranus heißt, bring in deine Partnerschaft Umbrüche, Veränderungen, dreh die Richtung
Und so hast du Glück in die Liebe. Uranus im Krebs befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Bushia und das bedeutet, einen guten Ruf zu haben, in den richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort zu sein und eine starke Intuition und ein starkes Vertrauen, auch Selbstvertrauen. Und das ist diese Veränderung und das wirkt in die Liebe-Partnerschaft. Neptun zeigt unseren Wünsche, Träume, Sehnsüchte, aber auch unsere Kreativität, Inspiration. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und wirkt im 10. Lebensbereich. Und das ist deine Kreativität, was in deinen Berufung umsetzen kannst. Neptun befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Swati. Das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva bedeutet selbst, Ati bedeutet Seele. Du bist mit Seele dabei, da lebst du dein Selbst, deine Selbstständigkeit. Pluto gibt uns die innere Kraft und Pluto ist auch rückläufig, zeigt wieder karmische Themen. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, aber wirkt im 8. Lebensbereich. Hier im 8. Lebensbereich, aber im Löwe. Und das ist dein Selbst und auch dein Herz. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und unserem Körper ist unserem Herz das Zentrum. So steht Sonne und Löwe in Verbindung astromedizinisch zu unserem Herz. Also das bedeutet Herzensangelegenheiten. Das ist wie eine Schatztruhe, das zum Öffnen, da ist alles drin, was wir lieben. Und hier handelt es sich auch um Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und das ist diese Transformation, was Pluto zeigt. Das ist deine innere Kraft. Oder das gibt dir im Leben, in allen Lebensbereichen die Kraft. Pluto befindet sich im Löwe, in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und war immer verehrt als Könige, Könighäuser, Herrscher, also vertritt die Macht und dieser Status. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Und das ist für dich wichtig, dein Herz zum Leben, dein Herzensangelegenheit. Und hier brauchst du bei diesem 8. Lebensbereich die Transformation, das Zulassen, das Zutrauen, das zum Öffnen, dein Herz öffnen. Und schau dahin, was ist alles drin, was du liebst. Ist das deine Berufung, dein Hobby, deine Kunst, deine Kreativität, die Familie oder Reisen oder Sport oder Bewegung, aber auch die Liebe, Partnerschaft und all das, was dein Herz berührt, gib da Raum, leb das, mach das lebendig. Liebe Arinea da, das war der erste Teil dieser Beratungsvideo. Ich bedanke mich dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.